vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. 5000 Abonnenten auf YouTube. Als ich vor ein paar Jahren hier den Kanal angefangen habe, habe ich nie davon zu träumen gewagt, dass es mal so weit kommt. Aber ich habe es natürlich immer gehofft. Und ich wollte euch danke, danke, danke sagen für eure Unterstützung. Dafür, dass ihr die Videos schaut, dafür, dass ihr mich unterstützt mit meinen Schnittmustern. Und für das liebe Feedback und die Kommentare, die ich immer von euch bekomme. Und viel, viel auch Kritik, wo ich dann lernen kann, vielleicht die Videoqualität zu verbessern und so weiter. Dafür bin ich euch sehr dankbar, weil ich sehr, sehr viel lerne und immer weiter wachsen kann. Und um Danke zu sagen für die Unterstützung, wollte ich ein kleines Giveaway machen. Es ist ein bisschen Mädchen- und Jungen-Thema hier. Und zwar gibt es vier Preise. Und eine davon ist hier ein kleines Sternenkindlein in Blau und noch ein Sternenkindlein in Pink. Und dann gibt es noch ein Jungschnittmuster und ein Mädchenschnittmuster in allen 6 Puppengrößen. Und der Link zum Giveaway ist unten in der Videobeschreibung. Das geht dann zu meinem Blog und da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eingeben und dann nehmt ihr teil am Giveaway. Und heute in einer Woche werde ich dann die 4 Gewinner hier auf dem Kanal in einem Video bekannt geben. Viel Glück, ich drücke euch die Daumen. Und dann arbeite ich noch an diesem kleinen Blütentäschchen hier. Das ist ein Schnittmuster, was ich schon vor 6 oder 7 Jahren rausgebracht habe. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch in meinem Shop ist. Auf jeden Fall habe ich es sehr vermisst und wollte es mal wieder nähen. Und habe mir dann gedacht, mache ich doch gleich nochmal den Schnitt neu und verbessere ihn ein bisschen und mache ein ganz niegelnagelneues E-Book, was es dann in 1 bis 2 Tagen, was dann in 1 bis 2 Tagen erhältlich sein wird. Dann wird es dann natürlich auch eine Videoanleitung hier geben. Dann war ich noch einkaufen für das Freebook im Oktober. Und da mache ich hier gleich einen kleinen Clip rein von meinem kleinen Einkauf und zeige ich, was ich gekauft habe. Irgendwie finde ich das immer spannend zu sehen, was andere Leute so in ihren Stoffeinkäufen nach Hause bringen. Und deswegen zeige ich das auch. Falls es euch langweilig ist, mach einfach das Video jetzt aus. Hier sind wir wieder bei meinem Lieblings-Bastel- und Stoffgeschäft. Ich brauche noch ein paar Sachen für das Freebook für Oktober. Die gehe ich jetzt holen. So, jetzt schauen wir mal, was wir in dem Shop gekauft haben heute. Hier habe ich so einen Foam hier gekauft. Das ist auch ein dickes Volumenvlies hier. Das brauchen wir für unser Freebook für Oktober. Und hier ist die Anleitung, wie man es benutzt. Dann haben wir ein paar Bänder hier. Und so eine schöne Borte hier zum Annähen. Einen schönen Nahtauftrenner. Der ist ein bisschen größer als die anderen, die ich habe. Den verliere ich vielleicht nicht so leicht. Und der sieht auch ein bisschen bequemer aus zum Benutzen. Da macht das Nahtauftrennen, das lästige Nahtauftrennen vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Dann habe ich hier so eine Plastikfolie. Die brauchen wir auch für ein Projekt, was bald kommt. Und dann sind hier noch ein paar schöne Stoffe. Da freue ich mich schon, die wird es dann in den nächsten Projekten zu sehen geben. Also ich wollte nochmals vielen, vielen, vielen Dank sagen für 5000 Abonnenten. Ich hoffe, wir können stetig weiter wachsen und immer mehr Leute davon begeistern zu nähen und Puppen zu nähen und die Freude daran zu erleben. Und wenn dir das Video gefällt, Daumen hoch und den Kanal abonnieren, bitte, bitte. Falls du es noch nicht gemacht hast, du meine Güte, du hast den Kanal noch nicht abonniert, dann aber jetzt schnell. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Freebook ist...